dann wieder ein sehr wichtiges Thema, die Macht von Worten und Gedanken. Und das Thema liegt mir sehr am Herzen und deshalb ist mir das wichtig, das heute hier mal mit dir zu besprechen in einem Video. Und Worte beschäftigen mich schon sehr, sehr lange, dass ich, also ich liebe einfach die Sprache und auch durch meinen Beruf, ne, als Heilpraktikerin und in Coachings, ich achte da sehr darauf, auf Formulierung, einmal was der Mensch, der mir gegenüber ist, sagt, aber auch bei mir selbst. Und ich habe einfach gemerkt, wie Worte und Gedanken Realität kreieren, wie kraftvoll, wie machtvoll Gedanken und Worte sind. Und heute Nacht bin ich wach geworden von ganz bestimmten Gedanken, die ich dir gleich erzählen werde, die sozusagen den Anlass mir gebracht haben, dieses Video zu machen. Und zwar bin ich aufgeschreckt, weil mein Kopf Gedanken produziert hat. Ich sage jetzt mal der Kopf, du kannst auch sagen der Geist oder die Psyche oder das Ego, die mir nicht gut getan haben. Und zwar ging es darum, dass Menschen, die ich liebe, sich in andere Menschen verlieben und dann von mir weggehen und sich entfernen. Und ich habe gemerkt, dass mir das Leid verursacht. Ja. Und dann war ich damit und habe das so beobachtet. Und dann habe ich meinen Geist gefragt, warum er Gedanken produziert, die mir nicht gut tun. Ja, das hat ganz viel auch mit Selbstliebe zu tun. Und es ist so wichtig, die Gedanken zu beobachten und wohlwollende Gedanken zu kreieren. Ja. Und durch diese Fragen, die ich dem Geist stelle, gebe ich ihm eine neue Aufgabe. Der will einfach was zu tun hat, der meint es gut. Aber damit es auch wirklich mir auch gut tut, programmiere ich das um. Viele von euch kennen wahrscheinlich diesen inneren Kritiker, dem nichts gut genug ist. Ja, oder den strafenden Gott oder wie auch immer das bei dir heißt, wo ja, das und das habe ich nicht gut gemacht, das und deswegen bin ich nicht liebenswert und wenn ich so und so wäre, dann könntest du und das hast du wieder falsch gemacht und darum kriegst du das nicht. Und ja, also so diese bösen Stimmen, die uns nicht gut tun, ja. Und es ist so wichtig, darauf zu achten, wie wir etwas formulieren, welche Gedanken wir haben. Und deswegen ist Meditationspraxis so wichtig. Da war die Speicherkarte voll. Ich war jetzt gerade beim inneren Kritiker. Und der andere Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, dass ich ja durch den bewussten Umgang mit der Sprache in den Therapiesitzungen, in den Coachings, dadurch bin ich da sehr trainiert und ich habe beobachtet bei mir, dass sich meine Sprache wirklich im Laufe der Jahre verändert hat. Und sie ist insgesamt friedlicher geworden. Du kennst vielleicht auch die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Und auch wertungsfrei, freier, sage ich mal. Ne? Also, dass ich Menschen mehr so annehmen kann, wie sie sind. Vielleicht auch, weil ich mich selber immer mehr so annehme, wie ich bin. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich, ja, habe das irgendwie vor einigen Monaten festgestellt, dass ich mich viel wohler fühle mit dem, wie ich mich ausdrücke. Und dass das was mit meinem inneren Wohlgefühl zu tun hat. Und ich würde sogar auch so weit gehen, zu sagen, dass es auch was mit meiner veganen und rohköstlichen Ernährung zu tun hat. Dass sich da halt auch der Geist mit verändert und friedlicher wird. Ja, dadurch, dass ich nicht mehr die Gewalt aufnehme, mit der Tiere behandelt wurden, bin ich auch weniger gewalttätig mit mir oder in meinem Geist ist weniger Gewalt. Ja, weniger Angst und insgesamt, wie gesagt, friedlicher. Ja, also, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video ein bisschen die Augen öffnen, dass du darauf achtest, wie du deine Worte wählst, mit dir selbst und auch mit anderen. Weil das, was du nach draußen gibst oder das, was du formulierst, das ist das, wie sich das in dir anfühlt und wie es dir in dir geht, wie es in dir geht und wie es mit dir geht. Ja, und
Ja, lass da die Liebe aus dir sprechen für dich selbst und für andere. Alle anderen sind einfach Spiegel von dir selbst, sind eine Erweiterung von dir selbst. Und ja, jeder Mensch verdient es, jedes Gegenüber, jedes Tier, jede Pflanze verdient es, dass wir liebevoll miteinander sind. In so einer Welt möchte ich zumindest leben. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe und hoffe, du schaust beim nächsten Video wieder. Bist beim nächsten Video wieder mit dabei. Also, bis dann. Ciao.